nochmal die Verbindung zwischen Dickdarm und Gebärmutter. Wir haben zwei Gelenke. Einmal ein Gelenk zwischen Colon Sigmoideum und andererseits das Gelenk zwischen Rektum und Gebärmutter im Douglasraum. Excavatio Vesico, Entschuldigung, Recto Uterina. Das erste Gelenk testen wir, wie wir das letzte Mal getestet haben, um eine Befreiung zu bekommen zwischen Colon Sigmoideum und Musculus Iliacus. Wir haben damals auch wiederum eine Hautbindegewebefalte dort kreiert, in der linken Fosse. Wir sind hier in die Tiefe gegangen und da haben wir die Möglichkeit gehabt, um das Colon Sigmoideum schön anzufassen, festzunehmen und dann quasi wegzuziehen von dem Musculus Iliacus. Teste das Gelenk Colon Sigmoideum Musculus Iliacus. Wie gesagt, Hautgewinn. Schön das Colon Sigmoideum umfassen. Wenn man ein bisschen seitlicher geht oder ein bisschen medialer besser, haben wir das Gelenk dort psoas Colon Sigmoideum. Etwas mehr nach kranial medial, fast im Bereich der rechten Schulter, wäre das Gelenk. Und jetzt sind wir ziemlich zentral und jetzt können wir das Gelenk Colon Sigmoideum Gebärmutter testen. Auf diese Art und Weise. Und noch etwas zentraler und dann einen deutlichen Zug Richtung rechte Schulter. Da kann ich das Gelenk testen, Colon Sigmoideum Gebärmutter. Auf diese Art und Weise. Wenn ich merke, dass eine Einschränkung vorliegt, kann ich das auf die gleiche Art und Weise wieder mobilisieren, wie wir das gemacht haben damals zwischen Colon Sigmoideum und Iliacus beispielsweise. Ich kann das Colon Sigmoideum schön nach oben ziehen, nach kranial ziehen. Ich habe hier eine Bewegungsgrenze. Und da kann ich beispielsweise, du kannst mal kurz dein rechte Bein noch beugen. Dann kann ich beispielsweise fragen, um die Beine zu strecken. Und hier dann zu mobilisieren. Das wäre Variante 1. Die zweite Variante ist, dass man eine Mobilisation macht direkt. Ich hake hier an am Colon Sigmoideum. Wiederum auf die Bewegungsgrenze gehen. Hier ist die Bewegungsgrenze zwischen Colon Sigmoideum und Uterus. Und da kann ich durch diesen Hebel das Becken ein bisschen rotieren, Beine ein bisschen strecken und auf diese Art und Weise Sigma und Uterus voneinander weg mobilisieren. Genau. Hier nochmal schön Kontakt nehmen, Bewegungsgrenze. Und dann kann ich beispielsweise, du kannst jetzt mal das Bein ein bisschen strecken, genau. Kann ich beispielsweise über diesen Hebel, da ist die Bewegungsgrenze, Colon Sigmoideum Uterus öffnen. Das ist eine schöne Technik auch, wo man sehr gezielt mit der Hebelwirkung die Faszien aufmachen kann.